Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend, ich begrüße Sie zu den Tagesthemen. Es ist ein heißer Sommertag, als vor 7,5 Jahren eine fröhliche Techno-Party in der Katastrophe endet. Zehntausende sind zur Love Parade nach Duisburg gekommen. Dicht gedrängt versuchen Besucher, über den einzigen Eingang auf das Festivalgelände zu gelangen, als eine Massenpanik ausbricht. Am Ende sind 21 Menschen tot, mehr als 650 verletzt. Schnell gibt es Vorwürfe gegen die Veranstalter und die Stadtverwaltung, die bei Planung und Durchführung schwerwiegende Fehler gemacht hätten. Doch erst jetzt kommt es zum Prozess. Endlich aus Sicht der Opfer und Hinterbliebenen, die auf späte Gerechtigkeit hoffen. Marion Schmickler. Eine letzte Zigarette für die Nerven vor dem Mammutprozess. Nicole Ballhauser hat kaum geschlafen. Zu aufgewühlt ist die Essenerin an diesem Tag, auf den sie 7 lange Jahre gewartet hat. Sie war Ordnerin bei der Love Parade, hat später Menschen reanimiert und gerettet. Ich habe die Leute von meinem Eingang runter in den Tunnel geschickt. Ich gebe mir Schuld, dass 21 Menschen gestorben sind, obwohl ich weiß, es ist nicht so, aber mein Kopf gibt mir die Schuld. Und für mich ist es wirklich wichtig, dass der Prozess endlich anfängt, damit ich auch einen Teil von meiner Schuld abgeben kann. Gerechtigkeit erhoffen sich die Überlebenden und Hinterbliebenen von diesem Prozess und müssen sich erst einmal in Geduld üben. Die Verteidiger stellen zahlreiche Anträge, verzögern damit die Verlesung der Anklage. Fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung wird den 10 Angeklagten vorgeworfen. Mitarbeiter der Stadt Duisburg und des Veranstalters Lopavent. Es gab einen großen politischen Druck damals, diese Veranstaltung durchzuführen. Das Genehmigungsverfahren war also politisch auch motiviert. Hier sitzen jetzt die, die unmittelbar verantwortlich sind, aber die Chefs leider nicht. Eine fröhliche Techno-Party wird zum Totentanz. Mehrere hunderttausend Menschen müssen durch einen einzigen Zu- und Ausgang. Es kommt zu einer Massenpanik. Menschen werden eingequetscht, totgetrampelt. 21 Tote, 650 Verletzte, lautet die traurige Bilanz. Die Love Parade hätte so nie genehmigt werden dürfen, heißt es in der Anklage. Doch viele zweifeln, ob es wirklich zu einem Urteil kommt. Natürlich gibt es ein öffentliches Bedürfnis, jemand für dieses schreckliche Unglück verantwortlich zu machen. Angesichts der Komplexität der Sachlage wird man allerdings kaum einen der hier Angeklagten für den Tod von 21 Menschen haftbar machen können. Die Love Parade hat ihr Leben komplett verändert. Die Hilfeschreie, die Toten und Verletzten verfolgen Nicole Ballhauser bis heute in ihre Träume. Eine Tätowierung hilft ihr, mit diesem Datum zu leben. Das ist ja ziemlich nah am Herzen, ne? War das wichtig, dass es ja. da? Warum am Herzen? Ich habe von Anfang an gesagt, genau an dieser Stelle möchte ich das haben. Und ich möchte nicht ein Kreuz, ich möchte wie so eine Wolke haben, weil für mich sitzen die auf der Wolke. Und die gucken auch von oben runter und die können... Die beschützen mich auch auf eine Art und Weise, wenn es mir schlecht geht. Nicole Ballhauser weiß, sie wird viel Kraft brauchen in einem Prozess, der ohne Schuldsprüche enden könnte. Denn fällt bis Juli 2020 kein Urteil, verjähren die Vorwürfe. Auf den Tag genau heute vor 30 Jahren löste ein Zusammenstoß zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern die erste Intifada aus, den großen Aufstand, der jahrelange Gewalt zur Folge hatte. Groß ist daher im Nahen Osten die Sorge, dass nach der Ankündigung von US-Präsident Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, es wieder zu einer Intifada kommen könnte. Und tatsächlich folgen heute auf das Freitagsgebet vielerorts im Westjordanland und im Gazastreifen Demonstrationen, gewaltsame Konfrontationen mit Dutzenden von Verletzten. Es soll auch einen Toten gegeben haben. Am Abend beschießt die israelische Armee den Gazastreifen, nachdem sie eine Rakete der Hamas abgefangen hat. Dennoch, zu einer Intifada weiten sich die ausgerufenen Tage des Zorns bislang nicht aus. Und jüdische Siedler in den Palästinensergebieten lässt die anti-israelische Wut kalt. Markus Rosch. Ost-Jerusalem, zwischen Ras el Amud, einem palästinensischen Viertel, und dem Ölberg. Hier liegt ganz nahe bei einer Moschee eine kleine jüdische Siedlung. Etwa 20 Menschen leben hier, mitten auf einem der berühmtesten jüdischen Friedhöfe. 24 Stunden am Tag werden die Siedler von Sicherheitsleuten bewacht. Die organisiert und bezahlt der israelische Staat. Seit 16 Jahren lebt Zipporah Pilz hier, Mutter von 10 Kindern.
Die Verhältnisse sind einfach, fast ärmlich. Doch den Siedlern ist das nicht wichtig. Sie sind von ihrer Mission überzeugt. Jerusalem gehört allein den Juden. Trumps Entscheidung haben sie hier gefeiert. It's a very special day. Das war ein besonderer Tag. Eine wichtige Entscheidung. Ein historischer Tag. Ich war gerade auf dem Weg nach Hause mit meinen Kindern. Da hat mich mein Mann angerufen und gesagt, geh in den Supermarkt und kauf Eis. Wir müssen diesen Tag feiern. Die zumeist streng religiösen Siedler leben inmitten von Hunderttausenden Palästinensern. Alle hier glauben an das eine ungeteilte biblische Jerusalem mit seiner über 3000-jährigen jüdischen Geschichte. Zipporah sagt uns, niemand hier hat und will Kontakt zu den muslimischen Nachbarn, auch wenn man nichts gegen sie habe. Von ihrem Haus kann Zipporah den Tempelberg sehen und sie weiß eines, hier will sie nie mehr fort. Unser Glauben sagt, dass uns ganz Jerusalem gehört, Ost- und West-Jerusalem. Und ich habe das große Privileg, hier zu leben, am heiligsten Platz der Welt. Vor Unruhen nach der Trump-Entscheidung hat Zipporah für sich und ihre Familie keine Angst. Die gab es auch immer wieder in der Vergangenheit. Und die Ansprüche der Palästinenser auf Jerusalem seien historisch nachrangig, die jüdische Geschichte sei viel älter. Zipporah will und weiß, dass noch mehr Siedler nach Ost-Jerusalem kommen werden, so sollen Fakten geschaffen werden. Die Palästinenser müssen halt akzeptieren, dass Jerusalem die Hauptstadt, die 3000 Jahre alte Hauptstadt des jüdischen Volkes ist. Für Muslime ist das eine Provokation. Und wie die Trump-Entscheidung könnte das auch wieder Anlass zu weiteren Unruhen sein. Noch zu Beginn der Woche sah es nicht danach aus, dass Großbritannien und die EU ihre Vorstellungen übereinander bringen könnten, wie es weitergehen soll beim Brexit. Da reiste Premierministerin May nach einem gemeinsamen Lunch mit EU-Kommissionschef Juncker in Brüssel noch ohne Einigung wieder ab. Heute dann war sie schon vor dem Frühstück wieder in die Hauptstadt Europas gereist und diesmal brachte sie bessere Nachrichten mit nach Hause. Zumindest ist der Weg nun frei für die nächste Runde. Hanni Hüsch. Wenn Farben sprechen könnten, würde das frische Bleu Erleichterung schreien. Auch wenn die Nacht nur kurz war, der Premierministerin war sie anzusehen. Die Erleichterung, die Kuh ist vom Eis und ihr politisches Fell vorerst gerettet. Die EU hieft Theresa May über die erste Hürde, setzt sich in den meisten Punkten klar durch. Keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland, Bleiberecht für EU-Bürger und weitreichende britische Zahlungszusagen auf die Scheidung kann das neue folgen, Phase Nummer 2. Ich begrüße die Perspektive, in die nächste Phase einzutreten, über Handel und Sicherheit zu sprechen und über unser ambitioniertes zukünftiges Verhältnis. Und so geht's jetzt erst richtig los. Jetzt muss sie sagen, wohin sie wirklich will, mit und in Europa. Anderthalb Jahre seit dem Referendum und in ihrem Kabinett zu Hause in London haben sie das Endspiel nicht einmal besprochen. Zu viel Zoff zwischen Brexit-Befürwortern und Gegnern. Heute schneit es übrigens an der irisch-nordirischen Grenze. Sie ist und bleibt eine Schleuderfalle. EU-Außengrenze und trotzdem nicht da. Widersprüche bleiben im Brüsseler Kompromiss. Jeder sieht, was er will. Manche sogar die Chance, ganz im Binnenmarkt zu bleiben. Die Idee, dass Britannien im Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt, bis die Grenzfrage geregelt ist, das könnte Jahrzehnte dauern. Wir hätten eine endlose Übergangsphase. Bestimmt etwas, das die Brexiteers so nicht wollten. Sperrig und unberechenbar, das sind die Briten für viele in Brüssel. Jetzt nur keine Zeit mehr verlieren. Die härteste Aufgabe liegt noch vor uns. Wir wissen doch alle, sich zu trennen ist schwierig. Aber noch schwieriger ist es, danach eine neue Beziehung zu schaffen. Heute sahen alle das grüne Licht. Nächste Woche müssen die EU-Chefs noch nicken. Dann kommt Weihnachten. Und dann Britanniens Stunde der Wahrheit. Die SPD hat auf ihrem Parteitag Positionen zur Flüchtlingspolitik abgesteckt. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Judith Rakers. Die Delegierten bekräftigten die Forderung, den Familiennachzug von Flüchtlingen wieder zuzulassen. Das Thema könnte zum Streitpunkt werden, wenn Möglichkeiten einer Regierungsbildung mit der Union ausgelotet werden.
Zuvor hatte die SPD einen neuen Vorstand und einen Generalsekretär gewählt. 39 Jahre alt ist der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil, Ex-Mitarbeiter von Gerhard Schröder und studierter Politologe und Soziologe. Er wird dem rechten SPD-Flügel zugerechnet und ist seit heute Generalsekretär. Der Digitalexperte steht für eine betont technikfreundliche SPD. Die SPD ist stark, wenn sie der Zukunft zugewandt ist, wenn sie selbstbewusst ist, wenn wir die Zukunft umarmen und versuchen, sie zu gestalten. Klingbeil setzt auf digitale Beteiligungsmöglichkeiten, auch damit die SPD in mitgliederschwachen Gebieten wieder Fuß fassen kann. Ich will und ich werde mich nicht damit abfinden, dass es ganze Landstriche gibt, in denen wir als SPD nicht mehr präsent sind. Der neue Generalsekretär folgt Hubertus Heil nach. Sein Wahlergebnis von 70,6% gilt als Dämpfer für Parteichef Schulz, der Klingbeil vorschlug. Denn vor allem SPD-Frauen hatten sich eine Generalsekretärin gewünscht. Abschiebungen nach Syrien bleiben ausgesetzt. Die Innenminister von Bund und Ländern verlängerten auf ihrer Konferenz in Leipzig den Stopp um ein weiteres Jahr. Bayern und Sachsen konnten sich nicht mit der Forderung durchsetzen, vom kommenden Sommer an sogenannte Gefährder und Straftäter zurückzuschicken. Die Bundesregierung wurde aufgefordert, die Sicherheitslage in Syrien neu zu bewerten. Zwischen Berlin und München ist eine neue Schnellfahrbahnstrecke eröffnet worden. Die 623 Kilometer zwischen den beiden Städten wurde so ausgebaut, dass die ICE-Züge bis zu Tempo 300 fahren können. Damit verkürzt sich die Fahrt um bis zu 2 Stunden. Sprinterzüge, die nur selten halten, brauchen nun statt 6 4 Stunden, normale ICE 4,5. Das polnische Unterhaus hat trotz massiver Kritik aus dem In- und Ausland 2 Gesetzentwürfe zur umstrittenen Justizreform gebilligt. Damit wird der Politik Einfluss auf die Ernennung von Richtern bis zum obersten Gerichtshof ermöglicht. Kritiker fürchten um die Unabhängigkeit der Justiz. Die Fußballkarriere von Philipp Lahm ist mit einer besonderen Auszeichnung gekrönt worden. Der DFB-Bundestag ernannte den langjährigen Kapitän der Nationalmannschaft zum Ehrenspielführer. Lahm steht damit in der Tradition von Uwe Seeler und Fritz Walter. Die Laudatio hielt Bundestrainer Löw. Und damit schauen wir noch aufs Wetter. Geht's da am Wochenende so winterlich weiter wie bisher, Carsten Schwanke? Definitiv. Wir müssen immer wieder, also am morgigen Sonnabend und auch am Sonntag, mit neuen Schneefällen rechnen. Wir haben das mal ein bisschen zusammengefasst, was wir erwarten können. In dieser Nacht wird zum Beispiel von Nordrhein-Westfalen über Hessen und Thüringen hinweg bis nach Sachsen und Franken und in der Oberpfalz Schnee fallen, auch ganz im Süden örtlich, mehr als 5 bis 10 Zentimeter. Morgen tagsüber konzentrieren sich dann die Schneeschauer vor allem auf die Mittelgebirge. Das nächste große Schneefallgebiet erreicht uns am Sonntagvormittag, und zwar im Westen unseres Landes. Und hier sind dann erneut 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee bis zur Mittagszeit möglich. Dann allerdings wird hier im Westen aus dem Schnee Regen. Dafür schneit es dann in der Mitte und vor allem im Norden weiter. Und vor allem in Niedersachsen und rund um Bremen könnten am Sonntagnachmittag sogar mehr als 10 Zentimeter Schnee fallen. Ganz aktuell haben wir den kräftigsten Schneefall im südlichen Nordrhein-Westfalen, vor allem Richtung Rothaargebirge und Sauerland. Hier fallen zurzeit 3 bis 5 Zentimeter pro Stunde. Und dieses Schneefallgebiet bewegt sich in den nächsten Stunden über Hessen hinweg weiter Richtung Franken. Glatt werden kann es übrigens verbreitet, auch dort, wo es nicht gerade schneit. Denn die Temperaturen gehen oft in den frostigen Bereich zurück. Das gilt vor allem für die gesamte Südhälfte, aber auch für die Mitte und auch für die Osthälfte. Nur im Nordwesten bleibt es frostfrei. Morgen Vormittag haben wir es dann mit diesen weiteren Schauern zu tun, die eigentlich nur unmittelbar an der Nordseeküste als Regen oder Schneeregen fallen. Sonst ist es Schnee. Am Nachmittag wenig Änderungen. Ab und zu kommt auch mal die Sonne zum Zuge. Die Temperaturen morgen Nachmittag liegen bei -2 bis +3 Grad. Im Norden und Nordwesten wird es noch etwas milder sein. Dann kommt der Sonntag mit diesem starken Schneefallgebiet im Westen, aus dem dann hier später Regen wird. Auch im Südwesten geht das Ganze in Regen über. Aber in der Mitte, im Norden und später dann am Nachmittag mit dem Abend im Osten bleibt es Schnee. Am Montag erreicht uns das nächste Sturmtief mit Sturmböen, mit milderer Luft. Und dann wird vorübergehend zumindest überall aus dem Schnee Regen, bevor am Dienstag wahrscheinlich der Winter wieder zurückkommt. Ach, einiges los. Vielen Dank, Carsten Schwanke, für diese Aussichten. Das war's von uns. Jetzt folgt ein Tatort mit den Kölner Kommissaren. Und um 1 Uhr meldet sich Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin. Einen schönen Abend noch. Tschüss.